Hallihallo und einen wunderschönen Donnerstag wünsche ich euch. Ich habe im Stream am Dienstag. Okay, Rhino hat gerade richtig Bock. Das motiviert man. Los, los, los. Ich habe am Stream am Dienstag schon mal mit meiner To-Do-Liste quasi angefangen. Deshalb stehe ich auch in der Schmiede. Ich habe begonnen, meine Schmiede aufzuräumen. Es ist immer noch sehr unaufgeräumt, wie man hier sieht kann. Man kann immer noch sehr weit scrollen. Aber es geht stark in die richtige Richtung. Ich habe echt Systeme fertig gebaut. Leute, es wird ja angezeigt bei einer Arbeit. Das ist ein Bug, oder? Ich habe Banshee-Systeme gebaut. Baslock baut noch. Ich habe mit Equinox Farm angefangen. Dabei haben wir die Nachtsystem und Tag Neuroptics bekommen. Und außerdem noch die Nachtblaupause und die normale Blaupause habe ich mir gekauft. Dann habe ich einfach mal Excalibur komplett mir geholt. Former muss einfach mal herstellen. Dann habe ich noch die Waffe. Ich habe bisher immer nur die Dexferus gespielt und noch nie die Furis. Deshalb dachte ich mir, die kann man ja mal easy entspannt leveln. Dummerweise haben wir keinen Waffenslot. Da muss ich mir dann noch entscheiden, was ich verkaufe. Das machen wir also heute nicht. Hydroid habe ich begonnen zu farmen. Allerdings hasse ich halt den Endboss auf der Erde, wo man den farmt. Deshalb habe ich den noch nicht zu Ende gefarmt. Deshalb haben wir jetzt hier nur einen Großteil davon. Mit Neza habe ich begonnen. Weiß gar nicht, ob ich den komplett habe. Ich glaube ja. Können wir gleich mal gucken. Dann Nyx Neuroptik. Ja. Nein, ich möchte nicht herstellen. Nyx System haben wir fertig. Oberon, dachte ich mir. Ich habe den noch gar nicht. Ich habe immer nur Oberon Prime. Kann man ja auch entspannt mal machen. So. Jetzt hätte ich mal sich mal merken sollen, was wir alles gerade ge gebaut haben. Um zu gucken, was wir jetzt umwandeln müssen. Also wir haben zum einen Ash, was wir jetzt mal bauen können. Da haben wir auch bisher nur Ash Prime. Wir holen die also nur ab zum Leveln und zu sonst gar nichts weiter. Banshee hatten wir bisher noch gar nicht. Also einfach mal herstellen. Wie gesagt, die Buzzlock oder das stellt er noch her. Hier ist mir mal aufgefallen, ich habe zwar drei Blaupausen, um Eidolon-Linsen herzustellen. Allerdings habe ich keine Fokuslinsen dafür. Also jedenfalls keine Fokuslinsen für das Fokus-Dings, was ich benutze. Ich benutze halt Unairo und ich habe keine Linse dafür. Deshalb kann ich hier noch gar nichts mitmachen. Das müssen wir also tatsächlich mal demnächst farmen. Hier haben wir Emma Prime Neuroptics. Da müssen wir, wenn Emma Prime rauskommt, nicht noch mehr machen. Wie gesagt, Equinox geht ganz langsam in die richtige Richtung. Aber von den 8 Sachen, die ich halt brauche, von den 8 Blaupausen, habe ich, also mir fehlen noch 4. Ich habe jetzt die Hälfte. Also ein guter Anfang, würde ich sagen. So, Excalibur können wir herstellen. Außerdem. Aphoris können wir leider nicht abholen. Grinlock stellt sich auch noch her. Hind auch, aber das hatten wir alles schon. Können wir noch was herstellen? Ich glaube, es müsste noch was geben. Ich weiß nicht. Neza fehlt noch die Chesses. Oberon. Sehr gut. So, jetzt könnten wir eh nicht mehr herstellen, weil ich keine. Hier keine Urkinzellen mehr habe. Die werde ich demnächst mal farmen, um hier die Blaupausen mal alle 4 zu bauen, allein schon. Also, Urkinzellen werde ich demnächst mal farmen, aber das wird offline oder halt im Stream passieren, weil es jetzt nicht so spannend für, naja, das hier. Ja. Lol, hört ihr das mit? Ich mach mal eben mein Handy lautlos. Das habe ich euch einfach mal gezeigt, damit ihr auf dem neuesten Stand seid. Wir machen damit jetzt allerdings gar nichts, weil da muss jetzt eh alles noch herstellen. Wir machen eine andere Sache, die ich unbedingt mal abarbeiten möchte. Und das ist Ebenen von Eidolon Ansehen farmen. Das will ich unbedingt machen. Ich will einfach mal irgendwas Ansehen voll haben. Und deshalb, Eidolon hatte ich halt ultra Bock, als es rauskam, da Ansehen zu farmen. Deshalb will ich das als allererstes fertig machen. Und ich würde sagen, dass wir das heute einfach mal ein bisschen spielen. Mal wieder, ist lange her, dass wir im Let's Play Eidolon gespielt haben. Finde ich, kann man eigentlich mal wieder gönnen. Wir beginnen Cetus mit dem bekannten Leg. Geil wie eh und je. Schön 2 FPS wird hier geböllert. So, Schnellreise. Konsu. Hier sind wir nämlich ziemlich nah schon am nächsten Part dran. Hier haben wir nur das Haupt. Also mein Hauptproblem hier ist vor allem, ich habe noch keine Murkrochenleber. Aber selbstverständlich ist dieses Spiel total toll. Ja. Um Murkrochenleber herstellen zu können, musst du erst
Trillok, Tralok Augenfarben. Oh, wie geil, da war so eine Zirpe im Hintergrund. Ich hoffe, man hat das gehört. Ja. Ich habe noch keine Tralok-Augen gefunden. Ich habe es im Stream Dienstag versucht. Ich habe es nicht sehr lange versucht, aber es kam nichts. Das heißt, da ist ein bisschen schade. Aufträge muss ich drücken. Wir können aber immerhin, würde ich sagen, schon mal erhöhen auf das Maximum. Und dann können wir weiter gucken, wie wir da weiterkommen. Ich würde sagen, wir können gerade leider keine Unairu-Linse fahren, sonst wären wir da jetzt hingegangen. Deshalb können wir auch einfach hier die schwierigste Mission machen für die meisten First Meister ansehen. Würde ich mal so sagen. Und wir hoffen einfach, dass um 13:30 an einem Mittwoch Leute on sind, wir die Mission nicht alleine machen müssen. Aber es sieht gut aus. Wir haben Mitspieler bekommen. Ein Chroma und eine Ivara. Für 13. Stimmt, das habe ich im Let's Play gar nicht gezeigt. Nach 6 Minuten merkt das doch bestimmt keiner. Während wir hier laden, zeige ich euch doch mal, wie ich unglaublich gekonnt Mastery Rang 13 im ersten Versuch geschafft habe. Spoiler Alert. War geil, oder? Ich bin jetzt Master Rang 13 und wir gehen in eine gute Richtung bereits auf Master Rang 14 zu. Wir haben nämlich noch gar nichts, aber ihr wart ja gerade bei der Schmiede dabei, ja? Es ist Fortschritt im Haus. Nice, Atem des Eidolons bekommen. Den Loot, den man einfach super gerne sehen möchte. Vor allem, wenn man den schon oft bekommen hat. Aber ich meine, es ist halt Bronze-Loot. Den muss man erwarten quasi. Dafür habe ich einen coolen neuen Mod bekommen. Da bin ich eigentlich schon happy. War schon worth it. Den habe ich nämlich noch nicht gehabt. Sagt jedenfalls das Spiel. Und da ich nie mit Dolchen so wirklich gespielt habe. Ja. Ist geil. Aber. So, dann laufen wir jetzt 240 Meter im Tourbus. Oh, wie geht das Lied? Der gelbe Wagen. Aber der Wagen, er rollt. Scheiße. Ich kann das jetzt nicht perfekt darstellen, was ich sagen wollte. Wir haben doch hier gerade Zeug eingesammelt, oder? Nee. Hä? Was sind wir da? Das verstehe ich immer noch nicht. Was droppen diese Viecher, wenn du sie killst? Das sieht aus, als würden sie so einen Energie-, also so einen Eidolon-Kern droppen. Aber machen sie halt einfach nicht. Was droppen sie in Wahrheit? Warte, erstmal kurz nachladen, damit wir dann die Munition wieder drin haben. Aber selbstverständlich packen wir die Gurke der Zerstörung stattdessen aus. Für Atem des Eidolon. Das war schon ziemlich geil, worth it. Muss ich sagen, da freue ich mich extrem drüber, über diesen Loot. Der war schon episch einfach. Einfach geil. Diesen Sonntag, ich muss euch weiter vertrösten, wird auch noch kein
Fish and Weed rauskommen. Es tut mir leid. Allerdings. Es ist nicht... Oh Leute, du bist einer geflogen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass nächste Woche dann tatsächlich wieder eine Folge kommt. Werden wir einfach mal sehen, wenn es nicht schlimmer wird. Ich hänge. Jetzt findet der die. Mano, jetzt habe ich keinen Impact. Egal, also wenn man Husten und etc. nicht schlimmer wird, als es jetzt ist, sondern besser, wie es bisher die ganze Zeit läuft, dann gar kein Problem. Fish and Weed gibt's ab nächste Woche Sonntag dann wieder. So, das habe ich dann also auch abgearbeitet. Meine nicht existente To-Do-Liste. Worüber kann man noch so reden? Wo bist du denn, Alter, du Wichser? Oh, direkt neben mir. Ich war einfach nur blind. So, ich meine, was ist das da? Mir kann auch keiner sagen, dass das, was soll das sein? Endo oder wie? Nee, Endo habe ich vorher. Es wird einfach nicht angezeigt, was ich eingesammelt habe. Ich verstehe es nicht. Was ist das? Ich wäre euch sehr, sehr... Ich wäre auf jeden Fall glücklich. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Das war jetzt ein Kern. Ich wär glücklich, wenn ihr mir sagen könntet, was die da droppen. Dieses komische Ding. Weil es steht nirgendwo da. Ich sammle es zwar auf, aber es bringt halt im Grunde nichts. Also es wird nirgendwo aufgeführt, dass ich es aufgesammelt habe. Ja, es steht halt einfach nicht da. Keine Ahnung. Egal, ich bin zuversichtlich, dass ich Leute habe, die mir das sagen können. Oh mein Gott, wir müssen ein gestohlenes Artefakt zurückbringen. Wir sind einfach Jäger des verlorenen Schatzes. Also des gestohlenen Schatzes, meine ich. Jäger des gestohlenen Schatzes. Der neue Film von Steven Spielberg. Insane, einfach nur. Ich würde ihn mir direkt im Kino angucken. Schön mit Harrison Ford. In der Hauptdarsteller hier. Aber es ist eine ganz andere Folge als alles, was wir bisher von Harrison Ford gesehen haben. Episode eigentlich. Folge ist dann halt eher falsch. Es ist eine ganz andere Episode in seiner Filmkarriere. In diesem Fall wird er nämlich so alt sein, dass er keinen Actionfilm mehr machen kann. Weshalb er nur überall so auf so einem Stock gestützt langläuft. Und sich so denkt, so, scheiße, Alter. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ja. So wird der Film ungefähr sein. Warum droppt der eigentlich so weit weg, der Typ? Ich habe noch nie einen Fliegenden sammeln müssen. Ist es neu reingepatcht? Ich habe noch nie jemanden einsammeln müssen, der geflogen ist. Angeblich noch einen neuen Mod bekommen. Insane einfach. Ich sehe nichts, Mann. Mach das scheiß Cetus-Öllicht weg. Also der Loot ist halt gerade eher nicht so geil. Zum Glück machen wir das ja nicht wegen dem Loot. Wir machen es nicht wegen dem Geld. Wir machen es nur wegen dem Ruhm. Mache ich auch bei YouTube so. Deshalb habt ihr auch keine Werbung von meinen Videos. Ich mache es nicht wegen dem Geld. Nur wegen dem Ruhm. Also ein Part davon ist kein Witz. Der Part mit, dass ihr keine Werbung von den Videos mehr haben sollte. Nach der ersten Auszahlung von Google habe ich die Werbung einfach ausgeschaltet, weil ich mir dachte, ich 4 Jahre lang, nochmal 4 Jahre lang einfach Werbung für 70 Euro zu schalten, sehe ich irgendwie sinnvollerweise nicht ein. Deshalb mache ich es einfach aus. Dann nervt es niemanden. Und ja, das ist so meine Idee gewesen. Ich hoffe, ihr seid jetzt super glücklich. Ich darf jetzt also auf 10 Minuten strecken, ohne dass sich irgendjemand beschweren kann, weil ich packe nicht nur nicht mehr Werbung rein, sondern ich packe gar keine Werbung rein. Assi wäre allerdings, wenn YouTube... Also ich habe eigentlich ausgestellt, dass YouTube euch automatisch Werbung reinschaltet, von der ich nicht bezahlt werde. Wäre assi, wenn YouTube euch jetzt Werbung zeigt für meine Videos. Also falls ihr vor irgendeinem Video von mir Werbung bekommt, wäre cool, wenn ihr mir das sagt. Und wenn ich rausfinden kann, was da los ist. Was ist da los? Jetzt töten wir einfach mal wieder ein paar Gegner. Oh. Wir machen eine der coolsten Missionen, die es überhaupt gibt. Wir verteidigen eine Tresor-Kon. Ein Ding.
Alter, so ein scheiß Napalmer. Easy. Ich bin so ein nice Guy. Ihr könnt ein rotes Kreuz auf mich kleben. Ich bin einfach das rote Kreuz. Komm. Wieder musst du auch looten und deine Arbeiter, also deine Sklaven, also HD Mystery und Opekim sind ja offiziell meine Sklaven, das weiß ja jeder, deshalb, ja. Ich glaube, das sind Engländer und gucken niemals meine Videos. Stirb. Ja, was wollte ich sagen? Die müssen auch einfach mal für ihr Geld arbeiten, das sie hier bekommen. Dann bezahle ich sie mit Atem des Eidolons und bisher schon 2 Cetus. Nee. Öllichter? Heißen die Cetus-Öllichter? Auf jeden Fall so eine Öllichter. Insane, einfach insane. Macht sie kaputt. Ulte mal für meine Teammates. Warte, für meine Sklaven, sorry. Ich hab die wieder kurz verwechselt. Das ist ein Synonym für mich. Die meine Streams verfolgen, wissen das ja auch. Dass ich da sehr gerne meine Viewer versklave. Das gehört dazu. Ja, wo ist denn der Sniper hier? Oh, hier sind ja schon wieder ein paar Gegner gelandet. Ist kein Problem. Ich habe eine Eldergurke des Todes. Deshalb könnt ihr das halt auch nicht einfach nicht überleben. Es tut mir so ein bisschen leid. Aber eigentlich auch nicht. Einfach schlagen, Tenno. Einfach schlagen. Hit. Hit. Repeat. Die neue Version von einem anderen unglaublichen Filmeklassiker, der einfach nur untoll war. Zum Beispiel Morgens grüßt das Murmeltier, ist eine Version davon. Oder auch der andere Film mit dem Schauspieler, dem amerikanischen, den man sogar kennt. Ja, wie hieß denn der Film? Ich blende es einfach ein. Dann muss ich das nicht sagen. Das ist ja das Gute bei der Postproduktion, ja? Postproduktion ist einfach komplett OP. Ich kann einfach alles so schneiden, wie ich will. Ohne dass ihr bemerkt, der hat ja gar keine Ahnung. Gut, das habe ich jetzt verraten. Shit. Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Hi. Oh, das hat viel zu lange gedauert, den zu killen. Du hättest in derselben Zeit alle killen können. Sicker Shit. Wir haben einfach den besten Loot bekommen, den du bekommen konntest hier. Wir haben nur geilen Shit bekommen. So. Komm rüber zu mir. Ich liebe es zu fliegen in dem Spiel. Hui. Mach die Tür auf, mach die Tür auf, mach die Tür auf! Aua, das tat weh, Mann. Ach. So. Was Spannendes. Wir haben 6 Cetus-Öllichter und 10 Atem des Eidolons bekommen. Ich finde, also das ist schon ziemlich geil. Also, das ist halt echt Loot, der sich sehen lassen kann. Und dann offenbar hatten wir Stechender Dorn schon. Trotz, also jetzt ist der nicht neu oder so. Als wir ihn aufgesammelt haben, stand da, ey, hast ein neues Item gefunden. Aber nein, nein, der ist nicht neu. Nein. Geil. Ich würde sagen, heute machen wir die Folge einfach nicht noch viel länger. Weil noch eine Mission, dann wären wir bei über 30 Minuten. Jetzt sind wir bei knapp 20. Das klingt mir logisch. Wenn wir uns die Ostron-Ordensee mal angucken. Wir sind sehr nah dran. Mit Fischen schaffen wir das schon. Wir brauchen also einfach nur noch Fischen und dann schaffen wir das. Das werde ich wahrscheinlich nicht streamen machen. Aber ihr werdet erfahren, wie unglaublich es war, was wir dann bekommen haben. Weil wir dann irgendwas kaufen können. Keine Ahnung. Haut rein. Einen wunderschönen Donnerstag noch. Wir sehen uns am Samstag wieder. Ciao.